Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon. Eine Welt. Wir haben eine Menge vor. Also so wirklich eine Menge. Wir gucken schon mal jetzt hier in die Aufgaben. Ne? Wir sollen Farmwerkzeuge besorgen. Dafür brauchen wir Titan. Dann brauchen wir noch Edelweiß. Und dann brauchen wir auch noch Futtermais. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu erledigen. Da würde ich vorschlagen, wir gucken... Nee, das machen wir gleich. Wir gucken erstmal nach den Tieren und den Pflanzen. Und dann kümmern wir uns erstmal um die ganzen Aufträge. Das ist auf jeden Fall allerhand. Ich gehe mal davon aus, dass wir das in der heutigen Folge nicht alles schaffen werden. Aber ich gebe mein Bestes. Schauen mal. So, erstmal Gerste mitnehmen. Hier sieht es auf jeden Fall sehr fresh aus. Die Frage ist, wie gefällt euch das Spiel denn bisher so? Also, am Anfang habe ich sehr viel, oh mein Gott, wie hässlich ist das? Was ist das denn für ein Scheiß? Und gehört und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die Leute sind langsam so ein bisschen verschwunden. Und jetzt höre ich eher so ein positiveres Feedback, dass Leute das eigentlich ganz gerne mögen. Was noch seltsam ist, ich wurde einige Male gefragt, ob ich das Spiel mal wieder streamen könnte auf Twitch. Weil ich derzeit ja hauptsächlich Story of Season streame, Rune Factory 5. Miitopia spiele ich derzeit auch ganz gerne. Ich zeichne auch gerne, aber Harvest Moon kam jetzt in letzter Zeit so weniger am Livestream dran. Und dann habe ich es aber doch mal gespielt, weil ich einige Male darauf angesprochen wurde. Und dann hat es aber dann am Ende kaum jemand gucken wollen. Also ich glaube, die meisten wollen das hier lieber so gechillt und demand auf YouTube sich angucken. Ist ja auch kein Problem. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass dann auf lange Sicht auch die Resonanz etwas positiver war. So. So, ein bisschen Futter mal herstellen. 30 Mal. Das ist sehr wichtig und richtig. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Dünger verkaufen. Hier die täglichen 100 Düngereinheiten. Das sind immer knapp 3000, weil halt eben jetzt auch nur 99 Stück sind. Ist ja auch okay. So, und ja. Fertig. Für dich. Und wie geht's euch allen so? Ihr seid alle hungrig. Ich glaube, ihr seid sogar alle ziemlich sehr hungrig. So, ja. Schlagt euch das Bäuchlein voll, ja? Tut mir den Gefallen. Bitte nicht hungern. Wer gehungert wird, fliegt. Wer gehungert wird, wer hungert, fliegt hier. Hunger, das Gefühl von Hunger ist hier verboten. Offiziell. So, ihr habt auch Hunger. Oh je, Mini. Wartet mal. Ich habe gerade ein neues Futter hergestellt. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Futtersaat holen. da werde ich mich auch noch versuchen, in dieser Folge jetzt auch noch drum zu bemühen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Die Folge ist ja noch recht jung. Ich hoffe, wir schaffen heute einiges. So. So. Haut rein. Ich glaube, die haben hier gar nicht so viel Hunger, ne? Ihr habt Futter gekriegt gestern alle. Das ist sehr gut. Oh, little cutie coo. So, oh, meine Batterieleistung ist... Ah, ich habe sie extra, ich habe extra meinen Controller am Strom angeschlossen. Aber ich habe dabei vergessen, den Strom anzumachen. Das ist mir gestern auch schon passiert. Da hatte ich mein Handy während des Streams aufgeladen, weil ich das Übersetzungsprogramm für Rune Factory 5 gebraucht habe, weil da alles auf Japanisch ist. Und das war ein bisschen schwierig, weil ich vergessen habe, ja, die Steckdosenleiste anzumachen. Und dann war irgendwann das Handy leer. So, wir brauchen Edelweiß. Ich glaube, wir haben so gut wie keine Edelweiß. Brauchen wir nämlich für Samantha. Das wird schwierig. Das ist eine Goldbandlilie. Das gildet schon mal nicht. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Stein, Eisen, Bronze, Gold. Nee, nee, nee. Wir brauchen Titan für die besseren Materialien. Und Platin brauchen wir eventuell auch ein bisschen. So, und hier Kamille. Nein, 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 nein. Edelweiß. Haben wir nur vier Stück? Nur drei Stück. Wir brauchen aber vier. Würde ich mal... Ach, Edelweiß haben wir schon aktiviert. Wo gibt es denn hier Edelweißsamen? Ich gucke gerade auf der Karte. Ich sehe Zwiebeln. Ich sehe normales Futter. Aber Edelweiß taucht da gerade nirgends auf. Vielleicht zu einer anderen Uhrzeit. Das kann gut sein. Na gut. Das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ich gehe jetzt erstmal runter zum Dock. Ich muss erstmal das Titanerz, aus dem Titanerz richtiges Erz herstellen. Das ist wichtig. Und ich habe in weißer Voraussicht auch schon Platin mitgebracht, also Platinerz. Das werden wir jetzt gleich eventuell auch brauchen. Wir gucken mal. Lalalala. Nehmen Sie diese
Farbkombo von meinen Haaren und dem aus der Strache total furchtbar aus. Sieht irgendwie nicht gut aus. So, hi. Yumi, erinnerst du dich noch an die Verbesserung der Bewässerungsanlage, mit denen du mir geholfen hast? Also, ich bin gerade mit den Entwürfen für ein noch effizienteres Modell fertig geworden. Oh ja, ich brauche Materialien dafür. Das wäre toll. Ich benötige 4 Platin. Mhm, ich wusste, dass das passiert, dass er Platin braucht. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was? Woher wusstest du das? Dann werde ich antworten, jo, ich habe das gerade eben schon mal gespielt, habe aber vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja, ich nehme diese Folge gerade zum 2. Mal auf. Mir ist gerade hat aufgefallen, dass ich, ja, wie gesagt, nicht Aufnahme gedrückt habe und dann darf ich schon mal von vorne anfangen, wie es halt so ist. So, hier bitte. Danke, danke, danke. Jetzt bekommen wir den Prototyp für einen noch besseren Sprenkler, beziehungsweise für eine noch bessere Bewässerungsanlage. Probier es doch mal aus. Gerne, gerne. Rezept für Bewässerungsanlage Stufe 3 gelernt. Und ich, Blödian, hab jetzt alles mit diesen Stufe 2 Billo-Dingern hier ausgefüllt. Das geht ja gar nicht. Na, mal gucken. So, wir gucken mal ganz kurz bei Mutti vorbei. Vielleicht bekommen wir einen besseren Rucksack oder sowas. Oder hatten wir das schon? Schau dich nur an, Schatz. Du siehst so gesund und glücklich aus. Das macht mich als Mutter sehr stolz. Ich will Geschenke. Gib mir was. Hier, kriegst eine Kartoffel. Oh, danke. Bitte. So, dann machen wir mal weiter. Ich würde mich direkt nochmal auf Futter stürzen wollen. Ich bin ein großer Fan davon, meine Tiere nicht hungern zu lassen. Ganz original, echt jetzt. Oh, meine Wachtel hüpft da gerade rum. Hallo. Oh, du bist so süß, wie sie mich anguckt. Sie checkt gerade, dass ich sie sehe und jetzt rennt sie schnell weg. Little Cutie. So, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was am Futter mitgenommen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen mal weiter hoch zu Yamil. Dann geben wir mal das, den Futtermais. Wie traurig irgendwie die einzelnen Sonnenblumen hier oben aussehen. Ich vermute mal, dass wir hier auch noch Edelweiß bekommen werden irgendwann. Glaube ich. Was ist das da? Ach, bestimmt eine Zwiebel, ne? Ich muss aber ein bisschen aufpassen wegen meiner Ausdauer. Die sinkt ja hier wegen der Hitze sehr schnell. Schade, dass ich nicht irgendwie hier so ein. Ich habe diesen Mantel gekriegt für Salmiakki. Dass ich nicht friere und dass ich hier nicht irgendwie so Wüstenkleidung bekommen habe. Irgendwie so, was mich so ein bisschen verhüllt und vor Sonnenstich bewahren könnte oder so. Das gibt's hier gar nicht. Schade, dass das in dieser Questline nicht mit drin war. Auch schade, dass hier jetzt so ein bisschen leer aussieht. Was sie hier haben, sieht gut aus, aber es könnte durchaus lebendiger und schöner aussehen. Ich meine, vergleich mal die Grafik mit einer Grafik von Pokémon New Snap. Da liegen keine Welten dazwischen, das sind ganze Galaxien, Galaxienhaufen. Sind das jetzt hier alles Zwiebelsamen, die ich jetzt hier einsammle? Richtiges Zwiebelreich hier, Junge. Warum sammle ich eigentlich Zwiebeln? Was ist das irgendeiner? Das weiß ich vermutlich selbst nicht mal. Das ist doch jetzt alles hier Zwiebelsaat, was ich jetzt hier eingesammelt habe. Rüben? Ja. Zwiebeln en masse. Na, ganz wunderbar. Oh no. So, gucken wir mal, wie es hier unten so läuft. Wo kommt denn die? Oh, ich schwöre, irgendwann kommt hier auch eine Stadt. Hab ich mal gehört. Soll existieren. Das nehme ich auch noch mit. Juhu, Camille! Juhu. Hey. Oh. Oliven. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Juhu, nochmal Oliven. Huch? Ah. Oh, Mia, Krümel. Oh, Yumi, entschuldige, dass du mich so gesehen hast. Wie peinlich. Ich musste mich doch gerade von 2 alten Freundinnen verabschieden, die ich schon ewig kenne. Eine heißt Krümel und die andere heißt Mia. Mia war anfangs sehr schüchtern und hielt Abstand zu mir. Aber ich habe jeden Tag mit ihr geredet und nach hat sie sich geöffnet. Ich habe mich sehr gefreut. Krümel konnte sehr schnell rennen. Und sie lief immer mit mir durch den Garten. Mia hatte dieses super flauschige Fell. Wenn ich sie mit der Hand hindurch fuhr, waren alle meine Sorgen weg.
Oh, ich habe sie jeden einzelnen Tag gebürstet. Zum Abschied habe ich ihnen einen Haufen von ihrem Lieblingsgras geschenkt. Ach, täglich füttern und bürsten. Ach, wird ihr neuer Besitzer sie auch so behandeln? Ich habe die Kamele geliebt. Krümel mir, weinen sie jetzt auch? Sind sie auch tief in der Umklammerung der Einsamkeit? Entschuldige, danke für das Taschentuch. Ich fühle mich etwas besser, wenn du da bist und mir zuhörst, Jumel. Wie schön, dass du dich besser fühlst. Du magst Tiere wirklich sehr. Ah, jetzt weine ich auch gleich. Ach, Entschuldigung, wenn es um Tiere geht, bin ich einfach sentimental. Hey, Jamil, danke für die Hühner, die du mir neulich gegeben hast. Die sind quietschfidel und sie legen jeden Tag schöne große Eier. Tatsächlich? Das freut mich zu hören. Hey, hast du etwa geweint? Ja, ich habe mich von den Kamelen verabschiedet, die ich aufgezogen habe. Jamils Herz ist immer für Tiere, hat immer noch für Tiere geschlagen. Ach, Jamil, du alte Weichtröte. Sei mal ein Mann. Er liebt anscheinend die Kamele wirklich sehr. So wie, ich guck mal kurz nach ihm. Hey, wo bist du denn? Da. Hi. Oh, ich habe vergessen, anscheinend das den Futtermais einzupacken. Läuft echt nice. Gut, dass ich die gesamte Wie. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Ihr durchstreift die gesamte Wüste und dann seid ihr am Ziel. Dann fällt euch ein. Ups, ich habe vergessen, was ich eigentlich ausliefern wollte, mitzunehmen. Stell mal vor, ihr müsst wirklich irgendwo Futtermais ausliefern. Durchquert die Wüste und dann fällt euch auf, ihr habt vergessen, ihn einzustecken. Das ist echt traurig. Aber in meinem Fall ist es die Realität. So, was haben die ganzen Oliven eingesammelt. So, gibt's jetzt hier irgendwo Edelweiß? Da! Hier soll Edelweiß sein. Na, gucken wir mal. Edelweiß? Edelweiß, ohne Scheiß, ich suche dich ganz innig und heiß. Und ich bin müde. Da unten ist er. Der Edelweiß. Da renne ich hin, denn ich bin prüde. Was? Mal gucken, wie lange da noch ist. Ich sehe es jetzt schon. Kurz bevor ich ihn eingesammelt habe, falle ich in Ohnmacht oder irgend sowas. Das wäre natürlich maximal fies. Gucken, wie weit ich komme. Bist du Edelweiß? Nein. Bist du Edelweiß? Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen eh noch einmal. Zum Haus von Yumi. Na gut, dann pflanzen wir den ganzen Spaß auch nochmal an. Meine Ausdauer ist jetzt natürlich ziemlich im Popo. Jetzt geht's ein bisschen besser. Wie spät haben wir es denn? Oh. Die Zeit verfliegt richtig schlimm. So. Okay, und hier auch noch. Okay, die Zwiebeln würde ich jetzt eigentlich weniger gerne aussehen wollen. Ja. Nicht die Kamillen. Edelweiß. Oh, egal, ich seh eh erst aus. Jetzt war es auch schon. Okay. Und anscheinend habe ich. Doch, ich habe noch Wasser. Und ich bin müde. Toll. So. Alles schön befestigt und jetzt ab ins Bett mit mir. Mit mir, schlimme Line. Nochmal hier auffüllen kurz für die nächsten Tage und los geht's. Vielleicht auch schon mal die Tiere für morgen füttern, dass sie dann direkt schon fit sind. So. Ja, ihr schlaft schon alle, ne? Die kleinen Pupsis. Ja, erstmal schön die Tiere noch wecken. So. Oh, Athena, die hüpft hinten so schön rum. Die ist gerade richtig aktiv. So, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer alles schön bei euch sein könnte. Tschüss! Komm ins Bett mit mir.
So, schlafen und noch mal einen Schluck trinken. So, die obligatorischen 3000, die ich pro Tag einsammle. Herzlichen Glückwunsch, ein Küken ist geschlüpft. Wie soll ich es nennen? Wie nennen denn dieses Küken Tali? Tali, das Küken. So, toller Name, Dankeschön. Guten Morgen, Welt. Hallo. Wir nehmen Futter mal. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Tierfutter übrig. Guck mal, was haben wir denn hier? Gabriel möchte wieder Romana-Salat. Das können wir vielleicht bieten. Ich guck mal. Nee, warte mal. Bevor ich jetzt hier wieder rummehre, ich gehe erstmal mein Zeug erledigen. Und es dann wahrscheinlich auch erstmal anstandslos vergessen, was ich machen wollte. Ist mir vorhin mit Jamil auch passiert, dass ich da stand und vergessen hatte, den Futtermeis einzusammeln. Muss es sein, aber passiert das doch manchmal ein wenig. So. Oh, sieht doch ganz nett aus hier. Wächst auch wieder das Futter schön voran. Ist das jetzt noch bewässert? Nee, hör. Mist, ich muss jetzt noch alles selbst bewässern dann. So. Das war's, glaube ich, jetzt soweit, oder? Nein, hier ist noch was. Und da ist auch noch was, nein? Da. Okay, gut, alles nice. Tschüss. Hab mich fleißig um alles gekümmert, so bin ich nun mal. Seid ihr alle fit? Ich hoffe es jedenfalls. Tierfutter Stufe 2, muss auch mal sein. Vielleicht können wir bald besseres Tierfutter machen. Das wäre richtig gut. Müssen wir auf jeden Fall nochmal mit Yami reden. Wenn mal ein Wunder passieren sollte. So. Ja, fein. Du bist auch ganz fein. Juhu! Und du bist auch ganz nice. Streiche, streiche. Ratter, ratter. So. So, schönen Tag euch noch. Tschüss. Sind sie nicht cute? So. Na komm. Und so. Dankeschön. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Ihr müsst auch nochmal ran. So, und jetzt ist die Frage. Mach ich erstmal Jamil? Ich glaube, es ist auch relativ wichtig, dass ich auch noch wieder Futter sammle. Kann ich aber eh später nochmal machen. Ich muss nämlich eh nochmal zu Gabriele. Aber ich glaube, da später erscheint eh nochmal ein bisschen neues Futterzeug. Ich überlege noch gerade, wie ich das am optimalsten alles jetzt geregelt kriege. So. So, erstmal hier alles geknuddelt. Knuddelung ist wichtig. Wichtig und richtig. Warte mal, hier. Zeug habe ich jetzt schon verkauft, oder? Den Dünger? Der ist schon drin, ne? Ja, sehr gut. Sehr vorbildlich von mir. Alles klar, dann muss ich hier mal noch ein bisschen hin und her räumen, auf jeden Fall. Weizen, Gerste. Ups. Hier. Reis haben wir auch so viel, sehr schön. Hoher Weizen, okay. Der ganze Platz erstmal hier, das ist so schlimm. Erstmal alles schön leer räumen. Oh Gott, 16 Oliven. Hör doch auf. Kaffee auch ganz viel. Wunderbar. So. Okay. Okay. Jetzt nochmal auf zu Jamil. Als erstes möchte ich ihn auf jeden Fall Ziegenmilch mitbringen. Die mag er nämlich am liebsten, um mich da ein bisschen einzuschleimen bei ihm. Und dann als nächstes der Futtermais.
So, ich hoffe, jetzt habe ich alles. Dann los, los, ne? Dann gehe ich trotzdem erstmal nochmal hier hin. Und dann ja schon, um das Futter irgendwie zusammenzukriegen. Das ist ja schließlich auch wichtig. Die Tiere sollen ja nicht verhungern. So, Rüben. Grasam. Das ist das, was ich brauche. Ich glaube, Gabriele wird mich schon nicht reinlassen. Die wird noch pennen. Oh, ich habe, glaube ich, ähnliches Romana-Zeug von ihr dabei. Also nochmal ganz kurz zurück zum Gucken. Ups. Ah, sie wird der Romana-Salat. Ich doof. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Quest das ist, aber ich mache die immer gerne von ihr, weil man sehr häufig auch von ihr wieder so Special-Futter bekommt. Und Special-Futter ist eigentlich ganz nice. Habe ich sowas? Kopfsalat, Indivie, Romana-Salat. Ich glaube, den möchte sie. Ich glaube, Indivie ist auch wichtig. Wollte das nicht auch noch hier jemand haben? Ein Lebkuchen? Wartet mal. Wollten die nicht auch ein Indivie von mir haben? Ich muss mal ganz kurz nachfragen. Entschuldigung, möchten Sie zufälligerweise irgendwie irgendwas von Indivie? Ist Indivie Ihr Lieblings-Pokémon eventuell? Wir fragen Sie mal. Magst du Indivie? Ja. Oh. Oh, wundervoll. Ich weiß gar nicht, was ich genau von ihr bekomme. Rezept für Baguette. Nice. Wo ist denn dein Brudi? Ich habe keine Ahnung, wo ihr Bruder ist. Ich glaube, da war da auch Indivie. Das ist bestimmt auf dem Hof oder so. Ah, was bin ich einfach schon zu weit gelaufen. Dann hole ich hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen was ab. Ich bin unmöglich, ich weiß. Kichererbsen eigentlich nicht. Mehr so Futter, ne? Yeah. Alles klar. Gut, dann renne ich hier noch ein bisschen rum, sammle noch ein bisschen Futter ein und dann sehen wir uns wieder auf dem Weg nach Yamil. Wenn ich Yamil suche? Ja, ich denke schon. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.